Grüß euch, liebe Freunde. Ja, eine neue Folge von Gespräche im Wald. Und ich habe halt so überlegt, über was ich reden kann, und mir ist sofort der Gedanke gekommen, über Regelungen. Weil viele von uns haben ja nur Regelungen immer wieder. Und da darf man keine Angst aufnehmen. Da darf man nicht glauben, ach, jetzt ist die Krankheit wieder da. Nein, der Bruno hat gesagt, das ist ein Reinigungsprozess. Da wird im Körper gereinigt. Und wir wissen ja gar nicht, was in unserem Körper alles drin ist, was nicht reingehört. Und deshalb, liebe Freunde, wenn wir alles abgeben, alles Ungute, Böse, dann sind wir im Geistigen gesund. Und der Körper zirkt hinterher. Nur, wir dürfen dann nimmer an die Krankheit denken oder nimmer darüber sprechen. Weil sobald wir wieder sagen, ich habe dies und das, ja, das sage ich ja schon, ich habe es. Und das hat der Bruno immer gesagt, das soll man nicht da. Wir sollen viel mehr sagen, ich bin jetzt gesund. Ich bin gesund. Und liebe Freunde, wenn man sich das einmal vorstellt, man hat zwei Äpfel. Der eine Apfel ist schon ganz kaputt, den kann man nicht mehr essen. Und der andere Apfel, der ist noch ganz schön und den kann man essen. Jetzt, wenn ich diesen kaputten Apfel zu dem schönen Apfel lege, dann geht der schöne Apfel auch kaputt. Was mache ich? Ich schmeiße den kaputten Apfel weg oder gebe ihm vielleicht die Tiere, dass die den noch mengen. Wo bin ich denn da jetzt? Ich bin da irgendwo mitten im Wald. Die Sonne, wunderbar. Ich glaube, da muss ich umdrehen, weil da komme ich nicht weiter. Okay. Ja, was ich damit sagen möchte, den kaputten Apfel, den der mal weg. Und was bleibt dann übrig? Der gute Apfel. Und so ist es im Körper auch. Stellt euch das mal vielleicht bildlich vor. Ihr habt zwei Körper ineinander. Also das ist jetzt von mir, das ist nicht von Bruno Gröning, ich betone das immer recht gern. Aber wenn man sich das vorstellt, der eine Körper ist ganz gesund und der andere Körper, der ist krank. Und jetzt nehmen wir den kranken Körper weg. Den geben wir ab. Dann sagen wir, weg mit dir, weg mit diesem Bösen, ich will dich nicht mehr. Ich will mit dir nichts zum Tor haben. Liebe Freunde, was bleibt dann über? Der gesunde Körper. Und es ist klar, der Bruno hat es auch gesagt, es ist ein Reinigungsprozess. Unser Körper wird gereinigt. Und das geht eben manchmal nicht von heute auf morgen. Und manchmal haben wir halt dann nur Schmerzen oder irgendwas. Aber freuen wir uns doch, sind wir dankbar, dass gereinigt wird. Die Reinigung, die führt immer zu was Guten, zur Gesundheit. Nur wir müssen dran glauben. Wenn wir da nicht dran glauben, dann ist da nichts. Dann haben wir das sofort wieder, da können wir was, was ich mir oft mal abgeben. Es wird immer wieder kommen.
Deshalb, liebe Freunde, gebt euren Müll ab und glaubt an die Gesundheit, an das Gute. Und glaubt daran, dass euer Körper gereinigt wird. Und das sind die Regelungen. Und der Bruno hat gesagt, das kann manchmal im Körper ganz schön rund gehen, wenn da geputzt wird. Man kann sich das auch vorstellen, wie kleine Engel, die im Körper sind, mit Staubsauger und mit Lappen und die schrubben und saugen. Und ist ja ganz klar, das spüren wir dann. Aber wenn die dann mit der Hausarbeit fertig sind, ich nenne es mal so, dann ist unser Körper gesund. Und deshalb, liebe Freunde, Klammer an das Gute, Klammer an Gott, dass er uns hilft. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Pfiat euch! Thank you.